Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Stefans kleine Welt. Heute werde ich euch zeigen, wie ich dort hinten die letzten beiden Weichen, die ich da habe, eingebaut habe für die Zufahrt zum Hauptbahnhof. Sind ja auch wieder 8 Grad Bogenweichen von Pekow. Da gibt es noch eine Besonderheit heute. Heute ist Finale. Ich habe Gleisschluss. Ich habe gestern Abend noch die Gleise verbunden. Einmal von Schattenbahnhof 1 zu Schattenbahnhof 2, also von Gleiswindel 1 zu Gleiswindel 2 quasi. Der zweite Gleiswindel, der führt ja dann über die große Paradestrecke in den zweiten Schattenbahnhof. Das ist fertig. Das heißt, es kann jetzt im nächsten Step endlich der zweite Schattenbahnhof digitalisiert werden. Ich habe gestern noch mit Andreas von Noxer Digital geschrieben, dass er mir jetzt noch die beiden Gleisbesetzmelder schickt, die er auf Intermodellbahn nicht mehr hatte. Und dass ich das dann jetzt fertigstellen kann. Dann ist alles digitalisiert, der Gleiswendel, die Paradestrecke, die ganzen Weichen sind rückgemeldet. Dann ist das alles fertig digitalisiert. Dann muss nur noch der Hauptbahnhof digitalisiert werden. Das kommt dann aber, wenn ich den zweiten Booster habe, weil jetzt die Schattenbahnhöfe, die haben einen eigenen Boosterausgang. Der Hauptbahnhof kriegt einen Boosterausgang separat und der Gleiswendel und die Nebenbahn teilen sich dann auch einen Booster-Ausgang, dass ich quasi 4 Booster auf der Anlage habe. Zwei Booster-Bausteine mit hier zwei Ausgängen, also 4 Booster-Ausgänge. Na? So, jetzt zeige ich euch, wie ich dort hinten die Weichen eingebaut habe, wie ich das mit dem Segmentübergang gemacht habe. Der Segmentübergang ist noch nicht fertig, wie alle anderen auch. Ich habe jetzt noch 3 Segmentübergänge, die ich fertigstellen muss. Das mache ich jetzt demnächst. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich die Weichen eingebaut habe. Zeige ich euch, wie das mit den Servoantrieben aussieht und einmal den Übergang zum zweiten Gleiswindel dann. Ne? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video und sage bis gleich. So, auf der Anlage angekommen, seht ihr, dass da schon 2 Weichen sind, ne? Und dass ich den Bahndamm aufgeklebt habe, wie gesagt. Die Weiche hier habe ich schon vorbereitet. Habe ich hier einfach unten wieder das Kabel angelötet, ein Loch eingebohrt. Im Segment natürlich auch. Hier das Gleisstück dran gefummelt. Und jetzt werde ich mir die Weiche aufkleben bzw. Segmente einschmieren. Ich habe hier schon so ein bisschen angezeichnet, dass ich ungefähr weiß, wo die Weiche langläuft. Wie gesagt, ungefähr. Muss ich nochmal eben gucken. Ich schon. So. Wie gesagt, eben eingeschmiert hier. Oh, boah. War's. So. Hier ein bisschen verteilen, dass mir das durch die Schwellen nicht durchdrückt. Wenn die ganze Weiche kaputt macht, so mache ich das dann auch. Es wird schön fest. Und ich brauche mir dann keine Sorgen machen, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise sich löst. Da jetzt so Schwellen runter, das ist dann hoffentlich besser geeignet zum Überlegen des Segmentsübergangs, weil hier sind ja keine Schwellen drin. Wenn ich das jetzt noch so ein bisschen schiebe, dann kann sich das ja verstellen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass so es nicht passiert, dass sich das Schienenprofil verschiebt, also dass das enger wird und ich die Spurbreite bzw. Spurweite gewährleistet habe. Bin in der Hoffnung, dass das so besser funktioniert wie auf der anderen Seite, dass da auf jeden Fall die 9 mm Spurweite gegeben sind. So, die kann so erstmal bleiben. Tue ich sie so ein bisschen anpinnen. Problem ist jetzt, dass das 18 mm MDF ist. Das ist natürlich knüppelhart. Und mal gucken, dass ich das irgendwie reinkriege. Da werde ich keine Chance haben. Muss ich den Kunststoffhammer nehmen. In der Hoffnung, dass ihr da jetzt nicht runterfallt. Und ich mir was kaputt mache. Dass ich die
Weiche fixiert kriege. Ja doch, das ging gut. Ja, hier ist mal wieder scheiße, den 3D-Druck. Ich habe da wieder nicht getroffen. Vielleicht schneide ich ihn diesmal ab und versetze ihn nochmal. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall bleibt das jetzt erstmal so. Das würde allerdings auch nicht stören. Ich muss mal gucken. Mal einen Hocker nehmen, mal da drüber klettern. Schauen, wie das aussieht. So, das ist das, was ich gerade sagte. Ist natürlich jetzt lose. Muss ich einmal gucken, dass ich richtig schön über der Bohrung vom Stelldraht sitze. Und die Weiche dann noch hinterher fixiere. Dass mir das da alles passt. Aber so sieht das gut aus. So bleibt das. Ich werde mir hier jetzt auch einmal mit einem Pin die Weiche fixieren. Gleiches Spiel wie eben. Fest. Ja. Die verlöte ich dann und dann nehme ich die originalen Schwellen raus und setze dementsprechend dann die Trickswell drunter zum Verlöten. So, dann schauen wir das dir nochmal an. Ja, ihr könnt halt doch so einen Tacken darüber. Ja, das reicht schon. So, das schaut gut aus. Ja, aber ich setze hier noch ein Stück 3D-Druck dran. Weil mit dem Einschottern hinterher, dann ist das bedeckt. Die muss ich sowieso ein bisschen anfasen. Ganz so kacke ist es dann doch nicht. Ja, da werde ich mir noch einen Streifen drucken und dann passt das. So, und die kommt ja dann hier hin. Einmal aufschieben. Das ist immer eine Fummelei. So. Da muss ich jetzt einmal schauen. Passt noch nicht. Das ist nicht ganz so toll hier. So ist das besser. Ist eh schon fest. So. Genau, die führt dann so hier lang. Und dann kommt hier noch ein Stück Gleis dran. Jetzt zeichne ich mir an, wo der Stellrad durchgeführt wird. So. Ach, furchtbar, ehrlich. Abgebrochen, das darf nicht wahr sein. Boah, da kriege ich einen Hals, ehrlich.
Der kommt dahin. So, jetzt wäre dann noch dementsprechend die Bohrung für das Herzstückkabel. Was jetzt dort? Circa hier. Kommt ja ein 8 mm Loch jetzt rein. Hier hatte ich 6 genommen. Dort. Weil ich das halt jetzt nicht so schön austarieren kann. Ist ja ein bisschen Pi mal Auge. So, jetzt bohre ich die Löcher da rein, bereite die Weiche vor und sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich die Weiche vorbereitet, Loch gebohrt, Kabel angelötet, Gleis angelötet. Dieses Gleisstück, das wird ja polarisiert. Das Gleisstück wird eingespeist von der Weiche. Na? So, da sind die Löcher, da ist das Kabel. Und dann werde ich das jetzt mal einschmieren. Und dann werde ich mal gucken, dass ich das hier verlegt bekomme. Dass das optisch auch ansprechend ausschaut. Mal gucken. Schmiede das mal ein. Keine Ahnung, wo das hier lang läuft. Einfach mal was drauf. Reicht schon. So. Jetzt werde ich erst einmal das Gleis auf der anderen Weiche aufstecken. Dann auf den Hocker gehen hier. So. Innen zusammenführen. Ich hoffe, da geht es nicht schief. Drauf soweit. Also hier die Weiche noch aufstecken. Muss ja fummelig. Auch zusammen. Da ist auch noch zusammen. So. Da ist das Loch. Genau. Mitarbeiten. Werde ich hier jetzt, werde ich hierzu einmal die Weiche fixieren. So. Wie gesagt, wenn jetzt einmal die Weiche fixieren, dann hier einen Kunststoffhammer. Ich hoffe, dass ihr nicht runterfällt. Klopfe ich mir den Pin da rein. Das kann erstmal so bleiben. Ich würde sagen, lass uns erstmal so lassen. Hier noch einen Pin rein.
Reicht so. Ja, das reicht so, wie gesagt. Ne? Ich denke, dass das so gut funktioniert. Ja, die Schienenverbindung ein bisschen hochschieben, bevor ich es verlöte. Ah, schaut schon recht gut aus, so wie es ist. Ja, ich mache es schön fest. Das passt. Na, so, jetzt sind die Weichen drin. Das heißt, ich könnte eigentlich die Schiene auch rüberlegen. Ja. Das sieht gut aus. Gefällt mir. So, dann werden, denke ich, im nächsten Schritt die Antriebe drunter kommen. So, jetzt zeige ich euch noch gerade, wie das ausschaut mit den Servos von unten. Da sitzt das eine Servo. Da ist der andere Servoantrieb. Und das hier ist dann der 3D gedruckte Servoantrieb, der dort verbaut ist. Diesmal wieder mit der Drahtstellschraube. Auf der anderen Seite habe ich es auch so gemacht, deswegen habe ich es jetzt auch so gemacht. Die Antriebe habe ich auch bei Kleinanzeigen und eBay drin, wo man sie ja kaufen könnte, wer sie braucht. Na? Ja. So, jetzt schauen wir mal, wie die Weichen funktionieren. Waggon habe ich schon aufgegleist. Da steht er. Dann fahren wir jetzt mal rüber. Ihnen in der Fahrschule? Oh, da ist die Weiche falsch gestellt. Nein, die war richtig gestellt. Die hier ist falsch gestellt. So. Nochmal drauf. So. Funktioniert sehr gut, ne? Andere Seite. Na komm. Auch dort butterweich. Ne? Hab ja jetzt dann auch die beiden Schattenbahnhöfe miteinander verbunden. Das heißt, es ist endlich mit einiger Zeit an Verspätung Gleisschluss. Ne? Das heißt, es zügig den zweiten Schattenbahnhof digitalisieren und dann im Rundkurs fahren. Ja, was soll ich euch sagen? Wir haben Gleisschluss. Es ist endlich Gleisschluss auf dieser Anlage. Das heißt, wie gesagt, noch digitalisieren und dann werde ich das Lodi wieder einbinden an meinem Computer. Und dann kann ich im Kreis fahren, euch endlich die neuen Züge zeigen, die ich noch habe. Den Arnold ICE, der letztes Jahr rausgekommen ist. Dann habe ich von Pico noch eine 101. Dann habe ich noch eine Vectron von Fleischmann. Dann wird noch die Pico 185 kommen, die schwarze MRCE heißt sie, glaube ich. Dann habe ich mir noch eine S-Bahn gekauft. Eine 111er mit Mintling als Doppelstock. Der wird hier laufen. Den kriegt man nur noch zum Teil, aber zeigen werde ich euch auf jeden Fall. Und wenn er im Fahrvideo einfach nur mitläuft. Und dann habe ich da noch ein paar schöne Dinge gekauft. Ich habe, glaube ich, noch 4 oder 5 Züge, die ich noch gar nicht gezeigt habe, die in letzter Zeit gekauft wurden. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt hier erstmal fertig. Ne? Viel Arbeit bis hier, hat viel Zeit, viel Nerv und viel Geld gekostet. Na, während der Übergang von links nach rechts, das waren jetzt nochmal 7 Flexgleise, hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall ist das ja jetzt auch fertig. Jetzt kommen die Decoder rein, alles verkabeln, ist nochmal ein riesen Zeitaufwand, Haufen an Arbeit. Zum Glück habe ich einiges da, aber die Servo-Decoder von Lodi, die Dual-Servo-DTC-H für die Herzschrittpolarisierung, deswegen das H, die können wir dann auch noch in Zukunft dementsprechend hier rein. Da sind noch sehr viele, die ich brauche, aber da muss ich erstmal gucken, wo ich die überhaupt montiere, weil ich habe überhaupt keinen Platz. Ich habe eine Trassenhöhe von 15 cm, die hätte ich damals auf 30 cm lassen sollen, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Dann wird das alles viel einfacher und besser sein. Aber jetzt ist es so, muss ich das Beste draus machen.
Und schauen wir mal, ganz einfach. Schauen wir mal. Und bis hierhin hat super geklappt. Es war jetzt eine Bauzeit von, weiß ich nicht, 2,5 Jahre. Ja, 2,5 Jahre ungefähr bis hierhin. Und einiges an Geld gekostet, wie gesagt, aber das ist nebensächlich. Auf jeden Fall bis hierhin 2,5 Jahre. Ich bin echt glücklich, dass ich jetzt so weit fertig bin, dass hier schon mal was fahren könnte. Ne? So. Danke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat gefallen. Über ein Like und ein Abo, wie mich freuen, wenn ihr noch keins habt. Ne? Und reich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.